So, dann will ich dir mal mein Gewächshaus zeigen. Einmal rein, zweimal. So, hier siehst du meine schönen Tomatillos, die oben, wie man sieht, schon schön Knospen bilden. Die sehen echt aus wie Physalis. Gehört ja auch zu der Physalis-Gattung. Dann haben wir hier in Dreierreihen jeweils meine ganzen Chilis stehen. Hier haben wir zum Beispiel eine Bequino. Das ist die Bequino Fermedo. Ich meine, das ist die gelbe Variante. Und dann haben wir hier die schöne Bequino Amarillo. Das müsste dann die rote sein. Die bilden auch alle schön schon ihre Knospen. Hier haben wir zum Beispiel eine Black Pearl Chili. Da hinten müsste die Arti Jubito sein. Also alles verschiedene Sorten. Alle, soweit es geht, mit Habanero-Aroma, aber weitestgehend keiner Schärfe. Als nächstes haben wir hier meine schön vorgezogenen Tomaten. Das sind alles Honigtomaten, die ich gerne mal an Familie und Freunde verschenke. Teilweise bilden sie auch schon schöne Blüten aus. Dann haben wir hier unsere Gewächshaustomaten. Da haben wir zum Beispiel die Cherokee Limestripe dabei, die Pineapple Beefsteak, eine Blush Tiger ist dabei. Und die weiteren fallen mir jetzt leider nicht ein. Dann haben wir hier drei schöne Black Cherry Tomaten aus eigenem Saatgut. Das erste Mal haben wir sie vor 4 Jahren angebaut. Das ist echt eine klasse Cherry Tomate. Weiter geht's hier mit der Aubergine Zora. Die habe ich jetzt erst gestern umgetopft bzw. pikiert. Ich hoffe, die wird noch so weit groß, dass sie Früchte trägt. Hinten haben wir noch mal eine kleine Aussaatplatte mit rote Beete, ein bisschen Dill, ein bisschen Schnittlauch. Weiter geht's hier mit unserem Pak Choi. Der müsste jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Tage hier drin sein. Sieht auch sehr klasse aus. Dann haben wir hier ein bisschen Salat, ein bisschen Basilikum. Hier haben wir unsere schöne Andenbeere. Wird langsam auch, wie man sieht hier, alles kleine Seitentriebe bildet sie. Die wird wahrscheinlich auch im Gewächshaus bleiben. Dann haben wir hier schön Schnittlauch am Blühen. Und jede Menge Aussaatplatten. Ein bisschen Brokkoli ist dabei, noch ein bisschen rote Beete. Auch sehr klasse aussieht. Allein die Farbe von der roten Beete mag ich immer ganz sehr. Hinten schön Knollenfenchel, der auch bald eigentlich ins Hochbeet kann. Hier nochmal ein bisschen Pak Choi. Hier haben wir ein bisschen Bohnenkraut. Hier haben wir ein bisschen Pampanelle. Ein Palmkohl, den wir das erste Mal hier ausprobieren wollen. Hier noch ein bisschen Brokkoli vorgezogen. Hier haben wir unseren Grünkohl, Heilbroer Krause, wo ich gerade das Beet neu beete, baue für. Hier haben wir noch eine Black Pearl Chili, ein bisschen angezogenen Salat. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir noch ein paar Kräuter, ein bisschen Koriander, ein bisschen Liebstöckel. Hier unsere Süßkartoffel, die wir selber gezogen haben, aus einer Supermarkt-Süßkartoffel. Das sieht zwar schlicht aus, aber wie man genau sieht, bilden sich neue Blätter. Und hier genauso. Sieht sehr gut aus. Hier sieht es auch sehr gut aus. Richtig klasse, wenn man sich das anguckt. Hier haben wir 6 schöne Paprikas. Hier haben wir ein bisschen Mangold. Eine rote Sorte. Und sieht total klasse aus. Und schmeckt gut. Ja, richtig gut. Und hier haben wir unsere Gurke Tanja. Die haben wir 3-mal. Ein Hokkaido-Kürbis, der noch nicht zu sehen ist. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Hier ein schöner Muskatkürbis. Dann haben wir hier unsere Zuckermelone Nummer 1 und Nummer 2. Dann haben wir hier die Lufa-Gurke, eine Schwammgurke, die man nachher, wenn sie getrocknet ist und ausgereift ist, zum Waschen benutzen kann. Soll ganz interessant sein. Machen wir das erste Mal dieses Jahr. Und dann haben wir hier 4 Snackgurken. Da ist noch eine. Und hier in der Mitte haben wir auch hier einmal einen Partisan-Kürbis. 2-mal. Hier haben wir eine gelbe Zucchini und eine grüne Zucchini. Das wäre es erstmal im Gewächshaus.
wo wir das nachher wirklich alles lassen im Gewächs, in unserem Garten. Da müssen wir mal schauen. Das ist dieses Jahr echt eine Menge geworden. Hier sind wir vor unserem zweiten Gewächshaus, ein Glasgewächshaus. Hier vorne haben wir so ein paar Winterheckenzwiebeln. Fangen auch bald an zu blühen an hier. Dann gebe ich hier mal rein. Hier ist eigentlich nichts Besonderes drin. Hier haben wir so ein bisschen Kohlrabi, der uns leider jetzt ein bisschen aufgeplatzt ist. Warum weiß ich noch nicht, weil er eigentlich genug Feuchtigkeit immer hatte. Jetzt, wo es angefangen hat zu regnen in den letzten beiden Tagen, da ist er leider aufgeplatzt und so ein bisschen Ameisen sieht man auch da dran. Dann haben wir hier noch kleine Kohlrabis, noch kleinere Kohlrabis, auch noch zwei. Hier haben wir noch ein bisschen Pastellein, der am Blühen ist, der sich aussamen darf, dass er im Herbst sich selber hier verbreitet. Ein schöner Wintersalat. Ja, alles ein bisschen abgemulcht hier drin. Hier haben wir unseren Pak Choi. Leider ein bisschen angefressen, aber das tut dem Ganzen auch nichts. Aber er sieht schon gut aus. Der immer so 2-3 Wochen. Dann sollte er erntereif sein. Hier haben wir noch einen Kohlrabi. Noch ein Kohlrabi. Hier ist unser übrig gebliebener Feldsalat, der so ein bisschen schön am Blühen ist. Der darf sich hier drin auch selber aussehen. Mal gucken, ob das klappt, dass er selber hier im Herbst weiter wächst. Hier haben wir eins von unseren Hochbeeten. Hier ist auch schon eine Menge drin. Paradieschen. Ein bisschen Knollensellerie, den wir auch nicht vorgezogen haben, den wir so fertig gekauft haben, der aber schon echt gut gewachsen ist. Zwischendrin immer mal ein bisschen Radieschen, die jetzt eigentlich schon fast erntereif sind. Weiße und rote. Dann haben wir hier überall so ein bisschen Porree stehen. Wir haben eine violette Möhre, die auch langsam immer besser wächst. Dann hier nehmen wir wieder ein bisschen Porree. Hier haben wir noch eine Reihe frei. Hier wird wahrscheinlich ein bisschen Pak Choi noch reinkommen, den wir gerade vorziehen. Und hier haben wir so ein bisschen Brokkoli, Lauch und Brokkoli. Hier sind wir bei unserem kleinen Erdbeerhochbeet. Wie man sieht, voller Blüten, richtig klasse. Hier geht es auch schon los. Die haben wir letztes Jahr hier eingepflanzt. Gedüngt haben wir sie auch schon schön. Und weiter, wenn man hier mal reinschaut, ins Herz rein. Alles schöne Blüten. Das sollte eine richtig schöne, leckere Erdbeerernte geben. Und hier gleich nebenan haben wir ein weiteres Hochbeet. Hier ist im Moment allerdings nur ein bisschen Spinat drin. Hier zwischendrin immer mal ein bisschen Asiasalate. Hier haben wir noch eine Reihe roten Flugsalat, der jetzt auch langsam anfängt zu wachsen. Mal gucken, wann er soweit erntereif ist. Hier ist auch noch ein bisschen Asiasalat, der Red Giant. Tolles Aroma hat er, leicht scharf, aber trotzdem lecker. Und von diesem Hochbeet gehen wir zu unserem großen Hochbeet. Hier haben wir noch mal ein bisschen Spinat drin. Zwei Reihen, wovon wir schon dreimal geerntet haben. Allerdings, wenn man hier schon mal reinsieht, er fängt jetzt an zu schießen an. Das heißt, maximal jetzt noch mal einmal abernten. Und dann kommt das Ganze in den Kompost. Hier haben wir noch ein bisschen Radieschen dazwischen. Und unser schöner Knoblauch, den wir letztes Jahr im Oktober gesteckt haben. Und der sieht einfach wahnsinnig gut aus. Wenn man das mal sieht, fast so dick wie mein Finger. Teilweise sind sie dicker als mein Finger. Das ist echt Wahnsinn. Hier kommen wir zur zweiten Hälfte. Ich habe auch noch mal ein bisschen Spinat drin. Aber leider auch am Schießen. Das heißt, er blüht bald. Hier auch noch mal ein bisschen Knoblauch. Hier zwischendrin, zwischen dem Knoblauch und den Zwiebeln, noch mal ein bisschen Möhren.
Ja. Und das ist unser großes Hochbeet. Hier haben wir auch wieder Spinat drin, der allerdings noch recht jung ist. Das heißt, hier können wir noch ohne Ende abernten. Und hier wieder ein paar Radieschen. Teilweise echt richtig schöne dicke Radieschen. Radieschen und Spinat. Willst du einen mal rausziehen? Ja. Zieh mal einen raus. Gucken wir mal, wie groß die sind. Zeig mal. Zwei gleich. Halt mal rein in die Kamera. Guck mal, die sind richtig dick schon, ne? Mhm. Und hier? Aber die ist noch etwas dünn. Ein Eiszapfen Radieschen. Ein Eiszapfen. Richtig lecker. Wir können die gleich auf Reis bringen. Genau, ne? Die kann man gleich drin schön essen, ne? So, hier haben wir ein kleines Kräuterbeet. Hier haben wir einen ordentlichen Salbeistrauch, der jetzt auch langsam Blüten ansetzt. Das heißt, hier können wir ein bisschen ernten bald und wieder unseren Salbeisirup draus kochen. Hier haben wir das nächste. Das meine ich, müsste Oregano sein. Den haben wir hier vor 3 Jahren hingesetzt, der sich immer weiter ausbildet. Und ein Rosmarin, der jetzt eigentlich besser dastehen sollte, aber er ist ein bisschen braun geworden. Mal gucken, was wir daraus machen. Dann haben wir hier ein bisschen Lavendel stehen. Hier haben wir einen Blutanfach, der jedes Jahr immer wieder kommt. Dann haben wir hier ein bisschen Petersilie ausgesät, die jetzt so langsam austreibt. Zwischendrin überall immer mal wieder Phacelia für die Bienen. Hier der selbst ausgesandte oder selbst ausgesäte Lauch, Frühlingszwiebel, der schon am Blühen jetzt ist. Und weiter geht's hier mit unserem extrem großen Thymianstrauch. Wow! Der jetzt schon 3 Jahre alt ist mittlerweile. 3 Jahre. Und der jetzt auch bald anfängt zu blühen, wie man sieht. Und hier haben wir noch einen schönen Borretsch stehen. So. Und hier neben unserem Gewächshaus haben wir ein kleines Experiment. Hier probieren wir das erste Mal Erdmandeln aus. Die recht gut austreiben gerade. Gucken wir mal, was daraus wird. Soll ja recht lecker sein. Ähnlich der Mandel, daher auch der Name wohl Erdmandel. Schauen wir mal, was daraus wird.